Unsere Pestalozzi-Schule ist eines der größten Förderzentren in der Region Oberbayern. Wir haben eine vielfältige, teils individuelle Fördermöglichkeiten im schulischen Betrieb in den drei Häusern, in der Möhrenbachstraße, die Außenstelle für die Kleinen, in Burghausen, da haben wir auch eine Außenstelle für die Kleinen, und hier im Haupthaus, da sind sie ab der dritten Klasse. Ein weiteres großes Arbeitsgebiet ist der mobile Dienst und die mobile Hilfe. Das ist für die Schulen und für die Kindergärten im Landkreis Altötting. Für uns ist der Nachteil, dass wir da manche Lehrer und Lehrerinnen überhaupt fast nicht mehr sehen. Das ist eigentlich schade, aber für die Schulen ist das natürlich eine wichtige Unterstützung draußen. Diese Vielfalt und dieses bunte Schulleben, das wir an der Pestalozzi-Schule pflegen, möchten wir Ihnen heute nahebringen und präsentieren. Schüler und Lehrer und Mitarbeiter haben sich ganz viel Mühe gegeben, viele Sachen einstudiert, vieles hergerichtet. Wir haben eine Menge Mitmachangebote, wo man was selber machen kann. Also auch für die Kinder ist es bestimmt nicht langweilig. Viele informative Sachen, wo man sich informieren kann.
Und ich hoffe, Sie verbringen interessante, informative Stunden an unserer Schule. Es gibt beim Elternbeirat gibt's was zu essen und zu trinken. Die Mitarbeiterkinder, die bekommen bei ihren Klassenleitern einen Gutschein für ein Essen, also für ein Semmel oder und ein Getränk. Das ist vom Elternbeirat gesponsert. Vielen Dank dafür. Und außerdem, ja, da darf's klatschen. Außerdem haben wir noch in der offenen Ganztagesschule, das ist da ums Eck, da haben wir eine Cocktailbar, die von den Kindern, von den Schülern betrieben wird, mit alkoholfrei natürlich. Und außerdem haben wir einen Kaffee vegan. Vegan ist ohne Fleisch und ohne Milchprodukte, deswegen, weil ich das mag. Dann haben wir gesagt, machen wir das. Ja, und jetzt übergebe ich das Mikrofon an unsere Schülersprecher. Schule, begrüßen wir Sie ganz herzlich. Das war eine Premiere. Ich werde es nochmal klatschen. Das sind unsere drei Schülersprecherinnen. Die erste Schülersprecherin, die Nora, die Johanna, die zweite und die Steffi. Und wenn Sie also Fragen haben oder mal was wissen wollen, können Sie sich gerne an die drei wenden. Es sind auch noch andere Schüler im Haus unterwegs, die Ihnen sagen können, wo Sie hin müssen oder wie Sie zurückfinden. Ich habe mich am Anfang ständig verlassen im Haus. Gut, dann wünsche ich jetzt viel Spaß. Und jetzt haben wir noch, ein Lied von der Klasse 3-4. Die spielen, also von den dritten und den vierten Klassen, und die spielen um 11.30 Uhr im dritten Stock oben ein Theater. Wie werde ich mitbringen muss? Und los geht's. Thank you.